Und ich glaube, dieses Gleichnis spricht auch noch weiter, wo beschrieben wird, dass der Mann, der nicht ihm die Schuld nicht erlassen hat, ihn ins Gefängnis schmeißt. Ich glaube, dass wir Menschen, wenn wir ihn nicht vergeben, wie ins Gefängnis schmeißen. Und weißt du, wo dieses Gefängnis ist? Das Gefängnis ist in deinem Herzen. Du sperrst diese Menschen, die dir etwas angetan haben und denen du nicht vergibst, sperrst du in dein Herz. Und ich habe euch dieses Bild mitgebracht, wie unser Herz symbolisiert. Und ihr seht, hier ist diese Öffnung. Und ich glaube, dass das Gefängnis sein kann, wo die Menschen drin sind, denen du nicht vergeben kannst. Und wir haben sie wie in unser Herz eingesperrt. Und diese Menschen erinnern uns immer wieder an diesen Schmerz, den sie uns angetan haben, weil wir sie immer noch hier drin haben. Diese Menschen können wie Quälgeister sein und wie Folterknechte, dass du einfach nicht loslassen kannst und dass du nicht frei sein kannst. Sie können wie Blockaden in deinem Leben sein, die dich einengen, die dein Herz ganz eng machen, die dich ängstlich machen, wieder dich neu auf Menschen einzulassen, neue Menschen zu vertrauen, weil du nicht loslassen kannst. Und ich glaube, Vergebung ist für dich da. Wenn du die Dinge, die dir angetan wurden, wenn du es schaffst, sie abzugeben an denjenigen, der schon alles für dich getan hat, und diese Menschen aus deinem Gefängnis rausholst, dass sie dich nicht länger foltern und quälen können, und diese Menschen mit dem, was passiert ist, vor Gott bringst und ihm anvertraust, und dann kann das Herz wieder geschlossen werden. Und das Tolle, was dann passieren kann, ist, dass Gott dein Herz heilt. Wenn du bereit bist, loszulassen, wenn du bereit bist, zu vergeben, dann kommt Gott und heilt dein Herz. Die Wunden werden verbunden. Der Schmerz wird geheilt. Und Jesus kann Neues machen. Und das, was dich gequält hat, oder die Angst, die dadurch entstanden ist, die will Jesus umwandeln. Und dafür hat er sein Blut vergossen. Dafür ist er ans Kreuz gegangen, um alles wieder gut zu machen. Um all die Dinge, die dich verletzt haben, wieder zu heilen. Und ich finde es so ein schönes Bild, dass einfach Heilung entstehen kann, wenn wir bereit sind, loszulassen. Wenn wir bereit sind, diese Menschen, die uns ja wirklich verletzt haben, abzugeben. Und Gott möchte dich freisetzen. Er hat dir schon längst vergeben. Und er hat deine Schuld schon längst bezahlt. Und er weiß, was es bedeutet, Schmerzen zu ertragen und Dinge auf sich zu nehmen. Und er kennt dein Herz und er weiß ganz genau, was da vorgegangen ist. Und er möchte, dass dein Herz wieder heil wird.